Herzlich willkommen bei Börse Sessional. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet und Sie haben exzellente Anlageentscheidungen getroffen. Die Börsen kennen ja nur eine Richtung. Es steigt, es steigt, es steigt. Der Juli, einer der besten Monate im Jahr, sorgt ja auch noch dafür. Schauen Sie sich das saisonale Video an. Die Saisonalität steht günstig, aber steigen denn wirklich alle Aktien? Und wie lange steigen die Aktien noch? Das wollen wir mit der technischen Analyse untersuchen, gleich nach dem Intro. Zunächst mal den globalen Aktienmarkt an mit ein paar ganz wichtigen Marken. Dann sehen Sie hier den Stoxx Global 1800 in Euro. Das sind die 1800 größten Aktiengesellschaften der Industrienationen und natürlich in Euro. Das heißt, die amerikanischen Aktien haben hier einen Umrechnungsfaktor und die anderen japanischen dann im Yen und so weiter. Also die Währungen spielen hier etwas mit. Da kommen wir aber später noch drauf zurück. Und eine ganz wichtige Marke für professionelle Anleger, für Vermögensverwalter, für Fondsmanager, die ja die Kurse bewegen, weil sie mehr Volumen haben, ist der Jahresstart. Das ist hier die rote Linie, wie Sie sehen. Das heißt, der Kurs ist weit, weit weg vom Jahresstart, irgendwie 15-16% plus. Und dann sind schon mal alle zufrieden und glücklich, weil die Anleger seit Jahresstart alle im Plus sind. Das ist schon mal eine gute Linie. Dann haben wir hier grüne Unterstützungslinien. Das heißt, immer wenn ein Tief sich ausgebildet hat und dann dreht, dann wissen wir, bei diesen Kursen kommen Käufe in den Markt und kaufen. Das ist hier die Unterstützungslinie, hier und hier die letzte. Also hier haben wir ganz deutlich gesehen, dass hier ganz schnell wieder Anleger in den Markt kommen. Allerdings muss man sagen, dass die meisten Marktteilnehmer investiert sind und jetzt schon teilweise auf Kredit gekauft wird. Was allerdings, sage ich mal, eher ein Warnzeichen ist. Da kommen wir aber später darauf zurück. Bleiben Sie bis zum Ende des Videos. Da zeige ich Ihnen noch eine ganz, ganz interessante, einen Indikator, der den Optimismus zeigt. Aber darauf später zurückzukommen. Also wir haben hier Unterstützungslinien. Das heißt, sollten die Kurse nach unten gehen, und das wird auch irgendwann der Fall sein, es kann nicht immer nur nach oben gehen an der Börse, dann gäbe es hier aber auch relativ schnell Unterstützungslinien. Ich denke, diese Unterstützungslinie hier würde beim Abwärtstrend unterbrochen werden und hier spätestens hier, also das ist dann schon nach 5% plus, nach 5% minus, würden schon Anleger wieder kaufen und in den Markt strömen und dadurch auch wieder die Kurse nach oben treiben. Wir sehen hier die 200-Tage-Linie, eine ganz, ganz wichtige Linie, weil es viele Handelssysteme gibt, die tatsächlich diese 200-Tage-Linie, also den Durchschnitt der vergangenen 200 Börsentage, als Indikator nehmen. Und wenn die Kurse da runterfallen, dann wird verkauft. Hier sind wir aber auch weit entfernt. Und nämlich hier sehen Sie die Zahl. 11,05% ist im Moment der Stoxx Global 1800 über seiner 200-Tage-Linie. Das heißt, ein guter Abstand. Und wir sehen auch sonst, dass der Aufwärtstrend sehr, sehr positiv und gesund ist. Und auch der relative Stärkeindex ist hier über der roten Marke. Das ist eigentlich ein Kontraindikator, aber der hat auch sehr viel Fehlsignale, wie wir hier sehen. Kontraindikator heißt, wenn es heißt kaufen, dann ist eher verkaufen. Also das nennt man Kontraindikator, wenn man eigentlich das Gegenteil machen soll. Der relative Stärkeindex wird so benutzt, wenn er über 50 ist, kaufen. Wenn er von über 50 auf unter 50 ist, verkaufen. So ist der normale Verlauf. Aber wenn er oft hier oben war, über 70, dann ist es schon ein starkes Signal und eher ein Kontraindikator. Haben wir aber schon ein paar Fehlsignale gehabt. Hier ging es weiter bergauf, hier ging es weiter bergauf, hier. Da war es wirklich gut zu kaufen, hier, als er fast die 30 erreicht hat. Außerdem auch der relative Stärkeindex sagt einfach, wir haben einen starken Aufwärtstrend, einen starken Markt, auch kurzfristig. Jetzt schauen wir uns das mal im wichtigsten Markt an, nämlich in Amerika, in USA, und schauen uns den Stoxx America 600 Index, das sind die 600 Aktien, die auch im globalen Index mit enthalten sind. Und wir sehen auch hier wunderbar der Jahresstart hier. Die Kurse sind weit vom Jahresstart entfernt. Das heißt, alle amerikanischen Aktienbesitzer sind sozusagen im Plus.
Und wir haben hier Unterstützungslinien. Also wenn die Kurse runterkommen, kommen dann schnell die Anleger im Moment rein. Und auch der Abstand zur 200-Tage-Linie bei 12,53% gesund, groß, fast ein bisschen arg groß. Das heißt, da würde man dann schon auch mal mit einer kleinen Korrektur rechnen. Jetzt nicht unbedingt mit dem Crash, der steht jetzt nicht an. Auch der relative Stärkeindex zeigt hier an, der Markt ist in einem starken Aufwärtstrend. Und die Frage ist, die wollen wir beantworten, wie lange noch? Wann erwarten wir denn, dass die Kurse drehen? Bitte bis zum Ende des Videos gucken, dann verrate ich Ihnen das. Wir wollen nämlich vorher noch den S&P 500 gucken. Das ist für die Dollaranleger, denn der Stocks America Index ist ja auch in Euro gewesen. Da sieht es ähnlich aus. Ich habe jetzt hier die ganzen Linien nicht eingezeichnet. Da kommt keine neue Information dazu. Sie sehen hier die Unterstützungen. Hier, hier und hier haben wir Unterstützungslinien. Der Abstand zur 200-Tage-Linie ist 14%, also noch größer. Und wir sehen hier, und das wegen der S&P 500, weil ich hier die Volumen sehe, die Handelsvolumen. Wir sehen hier, dass in dem Aufwärtsschwung gekauft worden ist. Kaum kommt es ein bisschen zurück, kam richtig Geld. Und hier auch nochmal, aber die Handelsvolumen werden jetzt eher schwach im Juni, was auch saisonal ganz typisch ist. Schauen Sie sich bitte das saisonale Video an, dann wissen Sie auch warum. Und jetzt sind wir im Juli und jetzt bekommen wir noch mehr Impulse. Die Aktienrückkäufe werden nächste Woche beginnen. Das heißt, es wird die Kurse nochmal heben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Kurse erstmal noch weiter steigen. Im August wird es dann eher gefährlich. So, dann haben wir hier noch Europa, sieht ein bisschen anders aus. Also wir sehen hier, das grobe Bild ist gleich. Das heißt, wir haben einen relativ gesunden Abstand zum Jahresstart. Das heißt, alle Aktionäre, die europäische Aktien haben, haben auch Plus gemacht und sind weit von der Linie entfernt. Die 200-Tage-Linie ist aber nur 6,7% vom jetzigen Kurs entfernt. Das heißt, der Abstand ist kleiner. Da sieht man schon, Europa ist nicht so stark gelaufen. Und was wir auch sehen, ist, dass Europa eigentlich seit März in der Seitwärtsbewegung ist. Nicht ganz klar, aber jetzt bildet sich aus, es ist eine Seitwärtsbewegung. Erst sah es wie ein Abwärtstrend aus, ja, die Tiefs sind runtergekommen. Aber wir merken, dass dieses Tief hier, da haben wir eine Unterstützungslinie, das wird nicht unterschritten, da kommen sofort Anleger und kaufen, wenn dieser Kurs hier erreicht ist. Das sind wir nur wenige Prozent entfernt. Ja, vielleicht 2-3% runter und dann kommt schon wieder Geld rein. Am relative Stärkeindex sieht man das noch deutlich, dass hier der europäische Markt doch zwar über 50 ist, also wir sind hier bei 56, das bedeutet 53, 56, das heißt, wir sind in einem Aufwärtstrend, aber er ist viel schwächer als in den USA und damit natürlich auch schwächer der globale Index, weil da ist einfach wahnsinnig viel USA drin, 60, 70%. So, das heißt, Europa. Da ist schon eher am Schwanken. Das ist die Frage, ob jetzt schon alles korrigiert ist, was man in Europa befürchtet. Auch hier kommt ja der Juli mit Aktienrückkäufen und eigentlich noch ein Schub nach oben. Das sehen wir, dass hier jetzt Anfang Juli einen starken Schritt nach oben gemacht hat. Heute haben wir einen super Börsentag, wo es richtig gut nach oben geht. Und dann schauen wir uns das Gleiche noch bei Asien an. Die Linien habe ich jetzt hier auch nicht eingezeichnet. Das sieht ähnlich aus. Also der Jahresstart ist hier irgendwo. Also das ist gesund. Auch die Abstand zur 200-Tage-Linie. Aber wir sehen hier auch ähnlich wie in Europa seit März eine Seitwärtsbewegung. Also kein Abwärtstrend, sondern eine Seitwärtsbewegung. Das wird immer schmaler. Und jetzt wird man mal sehen, ob es ausbricht im Juli nach oben oder nicht. Auch der relative Stärkeindex ist hier nach oben gerichtet, also ist positiv, aber nicht so stark wie in den USA. Also wie eh und je, Amerika ist der treibende Markt, der nach oben geht. Die Aktiengesellschaften sind hier viel besser aufgestellt, die steigen viel stärker, haben allerdings ganz, ganz niedrige Bewertungen, also sind total teuer, die amerikanischen Aktien, muss man dazu sagen. Schauen Sie sich das fundamentale Video an, ich verlinke Ihnen das, da erkläre ich das, weshalb USA so teuer ist. Um hier ein Fazit zu nehmen, möchte ich Ihnen jetzt diese versprochene Zahl noch zeigen, die wir aber nächste Woche noch genauer untersuchen, nämlich im Angst- und Gier-Index werden verschiedene Indikatoren, 7 Stück, betrachtet.
Und einmal sehen wir, dass nicht alle Aktien steigen. Die Kurse gehen zwar hoch, aber wieder mal durch weniger Aktien. Es sind noch über 50% der Aktien, aber es sind schon 35-40% der Aktien im S&P 500, die nicht mehr steigen, sondern fallen. Da ist Vorsicht angesagt, also nicht der breite Markt steigt. Und das zeigt auch hier Stock Price Spread. Aber was ich Ihnen besonders zeigen wollte, ist Put-Call-Ratio. Da wird am Optionsmarkt geguckt, wie viele Leute kaufen Put-Optionen, also glauben, dass die Kurse demnächst fallen werden, und wie viele Anleger kaufen Call-Optionen, das heißt, die glauben, dass die Aktien steigen. Dieses Verhältnis wird betrachtet, und habe ich mehr Call-Optionen, also mehr Optimisten am Markt, als Pessimisten, die auf Put, also auf fallende Kurse setzen, dann sagt mir das was über die Verfassung des Aktienmarktes aus. Und da muss man noch dazu sagen, diese Optionsscheine, die eben auf fallende und oder auf steigende Kurse setzen, da sind wenig Privatanleger drin. Das machen in der Regel Fondsmanager, Vermögensverwalter, also Profis. Also das ist sehr, sehr aussagekräftig. Und hier sehen wir extreme Gier. Das heißt, wenn alle Angst haben, das haben wir hier letztes Jahr im Oktober gesehen, dann ist das Verhältnis über 1. Und jetzt haben wir ein Verhältnis von 0,6. Das heißt, wir haben fast 40% mehr Optimisten am Markt. Das ist sehr ungewöhnlich. Das ist ein Extremwert. Als Pessimisten. Das haben wir hier auch im Dezember gesehen, so ein bisschen weniger Optimismus, und danach fallen in der Regel die Kurse. Hier ist nicht stark gefallen, im Gegenteil, hier hat man eine Trendwende, und ich gehe auch davon aus, dass im Juli die Aktien noch steigen, aber dass es im August schon holprig werden kann. Das ist ein sehr gefährlicher Monat, sehr viel Verluste, oftmals kommen die Kurse zurück, weil wenig Handel ist. Es ist Urlaubszeit, es gibt wenig neue Impulse an den Märkten. Die Impulse kommen jetzt im Juli, besonders durch Aktienrückkäufe. Ich verlinke Ihnen hier das Video zur Saisonalität. Abonnieren Sie unbedingt den Kanal, weil dann werden wir diesen Angst- und Gierfaktor genau auseinandernehmen und genau reingucken. Und vor allem werden wir uns anschauen, wie die großen Investoren das Geld angelegt haben. Sind die in Aktien oder sind die schon ausgestiegen? Ein wichtiger Indikator für den Markt. Ich wünsche Ihnen alles Gute, eine schöne Woche. Bis bald, Ihr Thomas Hupp.